Heute zeige ich dir, wie du aus alten Zeitungen tolle Objekte machen kannst und die kannst du sogar nach draußen hängen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Wir starten mit dem Aufbau von einem Objekt. Das ist ja natürlich freigestellt, wie deine Form aussehen soll oder darf. Du brauchst Zeitungen und das Tape. Der Aufbau ist ja in der Regel immer eigentlich der gleiche. Wir fangen an wie bei den Weihnachtskugeln. Du nimmst alte Zeitungen und überlegst dir eine Form oder du lässt dich leiten. Und wenn du so die Form hast, die dir gefällt, dann nimmst du das Tape und umwickelst wie immer alles. Wenn du dein Objekt komplett mit Tape beklebt hast, starten wir bereits mit Pulp. Solltest du nicht wissen, wie Pulp hergestellt wird, dann schau doch bei mir bei den Videos, da findest du bei den Weihnachtskugeln die genaue Anleitung, wie du die Pulp herstellst. Oder du gehst im Mitgliederbereich, da findest du ganz viele Tipps und Tricks, wie du mit Pulp umgehen kannst. Okay, dann starten wir. Fängst du irgendwo an und trägst die Pulp auf. Und bitte schau, dass du grundsätzlich nur mit dem Spachtel arbeitest und nicht mit den Fingern, weil da bekommst du Risse. Ja, und die Dicke spielt grundsätzlich keine Rolle. Es sollte einfach alles bedeckt sein. Und so machst du Fächer für Fächer ringsum. Ich werde jetzt meine Objekte fertig gestalten und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Meine Objekte habe ich nun trocknen gelassen. Ich habe die ja mit dem Buntlack bestrichen und schaue, dass es wirklich gut einsaugt, dass es nirgends mehr Stellen hat, wo das Wasser reinkriechen könnte. Also da kannst du jetzt wirklich richtig viel Farbe draufgeben und dann gut trocknen lassen. Ich habe hier ein Becken, weil ich eben sehr nass arbeite. Im Normalfall mache ich das über dem Lavabo, aber zum Zeigen geht das so.
Und dann tatsächlich habe ich Violett, Grün, Braun und Weiß. Und die werde ich jetzt Schicht für Schicht auftragen. Und wie ich das mache, zeige ich dir, wie gesagt. Und du kannst so einen flachen Pinsel nehmen. Ich nehme gern für solche Sachen einen flachen Pinsel. Und dann würde ich sagen, wir starten und schauen, was daraus entsteht. Ich fange mit dem Grün an. Und es braucht wirklich ganz wenig Farbe.
Meine Objekte sind jetzt fertig bemalt. Und jetzt kommt das Lackieren, damit du es nach draußen hängen kannst. Jetzt, bevor du lackierst, solltest du wissen, wie du sie aufhängen möchtest. Wenn du ein Loch machen willst, dann mach das zuerst, damit du diese Stelle gut lackieren kannst. Also überall, wo es Löcher gibt, da musst du wirklich schauen, dass der Lack durch das Loch durchgeht, damit alles schön versiegelt ist. Oder wenn du es unten auf einen Stab stecken möchtest, für in den Blumentopf rein, auch hier sehr, sehr gut lackieren. Das ist nun der wichtigste Schritt, damit du die Sachen raushängen oder stellen kannst. Ich habe jetzt hier eine Wetterschutzlasur gekauft. Du kannst aber auch einen Bootslack nehmen oder einen Lack für Terrassen oder für Holzmöbel für draußen. Das spielt grundsätzlich keine Rolle. Und dann lackierst du es mindestens zweimal. Ich mache es meistens dreimal. Es kommt immer ein bisschen auf den Lack drauf an. Und wenn ich das Gefühl habe, es deckt mir zu wenig, dann mache ich noch eine vierte Schicht. Also das ist wichtig, damit du lange Freude daran hast. Ich werde jetzt bei denen hier kein Loch machen. Aus diesem Grund habe ich hier so einen längeren Stiel oben gemacht. Und hier werde ich jetzt einen Bändel rumwickeln und an dem aufhängen. Ich habe jetzt hier auch noch von einem Schuhmacher auch noch Lederbändel oder respektiv Leder und habe die zugeschnitten, weil dieses Leder wäre weggeschmissen worden und das geht gar nicht. Okay, du kannst aber ein Seil nehmen, eine Schnur, was du gerade zur Hand hast, das spielt überhaupt keine Rolle. Ein zweiter Grund, warum ich kein Loch mache, ist, ich möchte sie dann im Herbst, Winter wieder reinnehmen und kann sie dann entweder so in eine Schale legen oder ich kann sie in die Wohnung reinhängen und habe dann auch im Winter daran Freude. Okay, jetzt geht's ans Lackieren. Und dann ist das eigentlich abgeschlossen und dann kann es nach draußen. Das war nun das erste Projekt, wo ich für den Garten gezeigt habe. Es werden noch mehrere folgen. Und dann habe ich im Sommer noch meine Workshops. Es hat noch wenige Plätze frei. Wenn dich das interessiert, dann geh auf meine Homepage. Da stehen alle Informationen und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich persönlich hier im Atelier begrüßen dürfte. Ansonsten ist es das gewesen. Über ein Abo, über ein Like würde ich mich immer sehr freuen und natürlich auch über eure Kommentare. Über die freue ich mich ganz besonders. In diesem Sinne, genießt den Sommer, bleibt kreativ. Wir sehen uns sehr bald wieder. Tschüss zusammen.
Zeit.